Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Birnman Gabriel am Start mit dem 50-Abo-Special diesmal. Und ja, es ist endlich soweit. Meine Top 10 Pokémon habe ich als 50-Abo-Special genommen mit nennenswerten Erwähnungen. Also eigentlich meine Top 11 Pokémon. Und ja, hab viel Spaß mit meinem Video. Ich werde natürlich immer ein paar Erklärungen abliefern, warum es mein Lieblings-Pokémon ist, beziehungsweise warum es auf diesem Platz ist und so weiter. Dann viel Spaß. Yo, also hier mein Platz, meine nennenswerten Erwähnungen hier am Start, nämlich mein letztes kleines Geweiher. Geweiher ist auf Platz 10 gelandet, beziehungsweise auf Platz 11 als nennenswerte Erwähnung. Nämlich aus dem Grund, es ist einfach süß. Schaut euch diese kleinen Äuglein an und einfach dieses kleine Rotwerden unter diesen Augen, es ist einfach putzig. Es geht dann zurück. Hey, an Aquajets! Das oh, schön. Normalerweise wollten wir nur nicht-damaging Attacken benutzen, aber ich schätze mal, das geht auch. Ja, es ist auf nennenswerten Erwähnungen einfach, weil ich viele positive Erinnerungen damit hatte in der Kindheit. Es war Teil des ersten Pokémon-Spiels, das ich wirklich, wirklich nicht geschafft habe durchzuspielen, beziehungsweise dass ich auch wirklich am Anfang durchgespielt habe. Hatte einige Probleme damit. Es war einfach durchgehend cool. War auch eins meiner Lieblings-Pokémon damals. Ich fand's einfach sehr cool. Auch wenn es eigentlich Spinnen ist und ich Spinnen nicht wirklich mag. Es ist einfach wahnsinnig putzig. Und hat auch einen wahnsinnig guten Buff in LC bekommen durch die Benutzung von Sticky Web. Ja, mein Platz Nummer 11, meine nennenswerten Erwähnungen. Ja, hier geht's dann weiter mit Logok und Libeldra. Ich konnte mich in dem Fall nicht entscheiden, was ich auf Platz 10 nehmen wollte. Es waren nämlich zwei Pokémon, bei denen ich sagen musste, wow, sie müssen unbedingt drin sein. Logok als mein absoluter Lieblingsstarter der dritten Generation war einfach immer cool. Ein Kampffeuertyp, Feuertyp damals, mein absoluter Lieblingstyp, sogar über Drache, über jedem anderen eigentlich. Und schaut euch das Design war einfach auch cool. Hat dann auch durch Temposchub einen riesigen Buff bekommen. In der fünften Generation, glaube ich, war das, wo die Hidden Abilities gekommen sind. Und ist dadurch dann auch Ubers geworden, hat es meiner Meinung nach komplett verdient, ist episch einfach. Und ja, war als Lieblingsstarter eben auf Platz Nummer 10. Ja, es teilt sich eben auch den Platz mit Libeldra. Libeldra aus dem Grund, es war mein Lieblingsdrache aus der dritten Generation. Und viele haben immer gesagt, Brutalanda ist doch viel cooler. Brutalanda, schaut euch mal dieses männliche Design an, wie gewalttätig das aussieht und so weiter. Ich war nie der Typ. Ich fand Libeldra schon immer cooler. Auch als ich das erste Mal schon Knekleon gesehen habe, fand ich einfach, es sieht cool aus, wollte unbedingt dieses Boden-Pokémon fangen und habe dann das tatsächlich dann so weiter trainiert, dass ich es eben zu den Libeldra hatte und war überglücklich, einen epischen Drachen aus diesem kleinen Boden-Pokémon herangezüchtet zu haben. Ja, die ersten drei Plätze waren jetzt wirklich verbunden mit meinen ersten Pokémon-Erfahrungen, wirklich, die ich auch ernsthaft gespielt habe. Ich sag mal, Rot und Silber waren nicht unbedingt die ernsten Versuche bei mir. Und das war dann ziemlich cool immer. Genau, dann machen wir weiter mit Platz Nummer 8. Ja, ihr seht das Pokémon schon. Platz Nummer 8. Oder 9, besser gesagt 9. Habe ich vorhin schon falsch gesagt. Mit Platz Nummer 8. Platz Nummer 9. Geht an das Generation 1 Pokémon Simsala. Simsala hat auch eine wahnsinnig riesige Vorgeschichte in Form von einem komplett overpowerten Psychotypen, das dann
immer weitergeht in Form von schwacher Defensive und so weiter. War in der ersten Generation komplett übertrieben stark, zum Glück. Man muss sagen, Alakazam wäre wahrscheinlich jetzt nicht da, wo es heute stehen würde, wenn es nicht in der ersten Generation so overpowered gewesen wäre. Es hat wirklich viele Benefits, nämlich durch die Fähigkeit Magic Guard. Hier sieht man die möglichen Fähigkeiten mit Synchronize, Inner Focus und Magic Guard. Magic Guard bei weitem die beste Fähigkeit. Und ich habe mit Alakazam auch einige Erinnerungen, einige positive Erinnerungen. Auch von damals, nicht von der dritten Generation, aber von der ersten, wie man ein Abra gefangen hat. Und ja, dieses Abra war verdammt schwer zu fangen und war auch verdammt schwierig zu trainieren. Aber wenn man es geschafft hat, wurde man natürlich mit diesem Simsalabino belohnt. Ist auch jetzt immer noch in OU mittlerweile aufgestiegen. Auch ein sehr starkes Pokémon, das man mit Fokusgurt sehr gut spielen kann. Und ich meine, seht euch dieses Design an. Ich finde, das normale Simsala ist einfach um einiges cooler als Mega Simsala. Es steht einfach da mit seinen zwei Löffeln bereit, jeden Pudding zu bekämpfen. Und es ist generell einfach nur ein cooles Pokémon. Ja, dann geht's weiter mit Platz Nummer 8. Diesmal bin wirklich Platz Nummer 8. Ja, auch wieder hier jetzt ein Platz an, sogar ein 5-Generations-Pokémon, nämlich bei weitem mein Lieblings-Pokémon der 5. Generation. Ja, mein Kumpel ist gerade rausgeflogen anscheinend. Wir claimen natürlich den Victory. Nein, natürlich nicht. Wird uns eh nicht bringen. Ja, ist auch ein Spinnen-Pokémon, ja, aber dieses Design auch wieder so niedlich. Ich weiß nicht, was Pokémon mit den Spinnen auf sich hat, aber diese wahnsinnige Süßheit dieser kleinen Spinne ist einfach der Wahnsinn. Man kann einfach nicht genug von ihr kriegen. Diese süßen Augen, diese riesigen süßen Knopfaugen, da macht sogar das haarige Hinterteil nichts mehr weg. Ist natürlich auch wahnsinnig stark mit der neuen Attacke. Klebernetz, Sticky Web als neuer Entry Hazard, der eben andere dann auch wieder verlangsamt. Und das Elektrokäfer-Typen-Typing ist auch nicht offensiv unbedingt das Schlechteste. Es ist einfach putzig. Und außerdem hatte die 5. Generation nicht unbedingt viele Pokémon, die cool waren. Meiner Meinung nach nicht. Und ja, eigentlich der einzige Stellvertreter der 5. Generation, den wir haben. Und außer einer kommt noch. Und ja, Platz Nummer 8 geht an Garventula, an Voltula, die Elektro-Tarantel. Auch ein, was man sich in Real Life komplett ekelig vorstellen würde, wäre hier total gut umgesetzt. Weiter geht's mit Platz Nummer 7. Platz Nummer 7, glaube ich, war das Platz Nummer 7? Ich glaube, Platz Nummer 7 war es. Geht an das gute Kapalores. Es ist einfach so tollpatschig. Es ist einfach nützlich. Es hat ein Entengesicht. Es hat ein Entengesicht und tanzt rum. Wie könnte man diesen Pokémon für irgendwas böse sein? Es hat außerdem eine Palme auf seinem Kopf und einen Sombrero. Das ist einfach der Hammer. Ja, natürlich Ludicolo, Kapalores. Ein sehr gutes Pokémon, generell über die verschiedenen Schichten verstreut, mit Regentanz, mit der Fähigkeit Swift Swim, ein wahnsinnig guter Sweeper im Regen, auch vom Typen her Gras und Wasser, ein sehr guter Typ, hat sehr wenige Schwächen, wenn dann nur in Form von Freeze Dry, also Eis Typ, aber eben auch mit dieser einen Attacke, oder Käfer. Mehr fällt mir ehrlich gesagt auch gar nicht ein. Hat eine Vielzahl von Resistenzen wie Wasser oder Boden oder ansonsten nichts. Ist auch gut.
ja, es ist einfach ein cooles Pokémon. Auch wieder ein Pokémon der dritten Generation. Die dritte Generation hat es mir einfach angetan. Das muss man mir einfach sagen. Ist nicht umsonst auch meine Lieblingsgeneration. Ja, ich hab's gesagt, die dritte Generation ist tatsächlich meine Lieblingsgeneration. Und nicht die erste, sondern wirklich die dritte. Ist auch ein wahnsinnig cooles Pokémon, eben vom Moveset auch her, mit Giga Drain und Hydro Pumpe und so weiter. Es ist einfach zu cool, wie es rumtanzt. Weiter geht es mit Platz Nummer 6. Ja, und weiter geht's. Platz Nummer 6 geht an ein Pokémon, das wir schon mehrmals des Öfteren in einem Video von mir gesehen haben. Das wahrscheinlich in der Zukunft rauskommt. Ich hab's nämlich aufgenommen, aber wie gesagt, es ist noch nicht ganz draußen. Es ist nämlich Generation 1 Sichlor. Sichlor ist so cool vom Designer. Hat ein wahnsinniges Powerhouse an Entwicklung in Form von Sherrox und ist als Vorentwicklung mit Evolid auch nicht zu unterschätzen von der Defensive her. 277 Angriff, 217 Defensive, das sind nicht schlechte Werte. 217 Defensivwerte auf beiden Seiten natürlich. Und mit 267 Speed auch nicht das langsamste Pokémon. War meiner Meinung nach eins der wirklich coolsten Designs in der Generation 1 mit den Sichelhänden. Sicheln war schon immer cool. Ich meine, wenn man mal ehrlich ist, in Filmen, in verschiedenen Filmen, auch in den Castlevania-Teilen, ja, es geht jetzt gerade in Castlevania, war der Tod immer cool, weil er eine Sichel hatte. Es war nicht, weil er der Tod war, es war, weil er eine Sichel hatte. Er war einfach cool deswegen. Und dieses Pokémon hat zwei davon. Es wird dir den Nacken, den Kopf vom Körper schlagen. Dieses Viech ist der Tod der Pokémon-Welt. Es ist einfach ein Monster. Und es hat den Käferflugtypen, was auch offensiv wieder nicht schlecht ist. Defensiv müssen wir gar nicht reden, ist er sehr schlecht. Ein sehr schlechtes Typing. Aber eben durch die Defensiven und durch das Item Evolid auch wieder sehr bulky gegen normal effektive Attacken. Hat natürlich auch Resistenz gegenüber Kampf, ja. Und ist nicht umsonst eines meiner Lieblings-Pokémon der ersten Generation. Weiter geht's mit Platz Nummer 5. Ja, hier geht's weiter mit Platz Nummer 5, nämlich meinem Lieblings-Pokémon aus der Generation 5, nämlich Genesect. Genesect ist einfach ein Wahnsinns-Pokémon. Meiner Meinung nach ein Generation 6-Pokémon, einfach aus dem Grund, ja, weil es sehr spät rausgekommen ist von Seite von Game Freak her. Es ist einfach cool. Schaut euch mal dieses Design an. Es ist ein Käfer-Pokémon, das aus Metall ist. Man sieht richtig das Exoskelett aus dem Körper kommen. Es ist einfach cool. Es ist digital. Es hat verschiedene Formen. Nämlich Feuer, Eis, Elektro und... ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, eine Form hat's noch. Ich weiß nicht. Au, Blaze Kick! Ah, da hat er mich getrollt. Da hat er mich getrollt. Und ja, es ist einfach ein wahnsinnig gutes Pokémon. Bin sehr enttäuscht. Gone. Bin sehr enttäuscht, dass es den Ubers ist. Und aus dem Grund werden wir es leider nicht oft benutzen in Videos von mir. Ja, ist sehr wahrscheinlich vom Design her mein Lieblings-Pokémon aus Generation 5, auf jeden Fall auch. Ebenfalls vom Typ, es hat eine wahnsinnige Coverage, hat Feuerattacken, die wir auch gerade schon gesehen haben. Hat Käferattacken, hat Stahlattacken, hat Eisattacken, hat Blitzattacken, es hat alle Attacken, Elektroattacken natürlich nicht Blitz. Hat wirklich eine wahnsinnige Coverage, hat eine gute Fähigkeit in Form von Download und war das erste Event-Pokémon, das ich bekommen habe. Von dem her habe ich auch eine Verbindung mit Genesect eben als Pokémon. Ich werde nie mein Genesect vergessen, das ich als erstes Event-Pokémon
von Game Freak erhalten habe. Es liegt mir wahnsinnig am Herzen. Es ist zwar schlecht von den IVs bis noch was, aber es ist doch mein erstes Pokémon, das ich durch die Events von Game Freak bekommen habe. Und deswegen hat es einen Platz in meinem Herzen. Auf jeden Fall für immer Platz Nummer 5 für das epische Pokémon Genesect. Ja, Platz Nummer 4. Wir nähern uns der Platz Nummer der Top 3 immer länger, immer näher. Nämlich Platz Nummer 4 geht an Greninja Quajutsu. Ein cooles Pokémon. Es ist ein Ninja-Frosch. Es ist ein Ninja-Frosch. Es ist... Oh, ich muss das Pokémon auswählen. Es ist Wasser und Licht. Was für ein cooles Typing für ein Pokémon. Es hat zwei offensiv wahnsinnig starke Typen und eine der besten Fähigkeiten im ganzen Spiel in Form von Protein. Wow. Dieses Pokémon, muss ich sagen, als ich es das erste Mal gesehen habe, war es der Wahnsinn. Das Frosch-Pokémon war auch mein erster Starter in X und Y. Ich habe mich dann für keinen anderen Starter mehr entschieden. Der Rest war mir sowas von egal. Es war einfach cool. Ich hatte den besten Starter im ganzen Spiel, dass ich es sogar geschafft habe, dann am Schluss noch in Ubers zu rutschen mit der Form, mit den Attacken von Gangshot und Low Kick. Er geht für Power Punch. Schön für ihn. Wirklich schön für ihn, dass er für Power Punch gehen kann. Und es ist einfach genial. Man muss einfach sagen, das Design ist top. Die Attacken sind genial. Die Fähigkeit ist... Es geht nicht mehr besser. Und ja, also man muss einfach sagen, dieses Pokémon hat es uns allen, glaube ich, angetan. Und vom Designtechnischen her, mein Lieblings-Pokémon der 6. Generation. Das Einzige, was es designtechnisch mit, damit aufnehmen kann, wäre Durengard. Weil Durengard einfach ein Schild ist und Schwert. Und Schild und Schwert, seien wir mal ehrlich, jeder mag Schild und Schwert. Aber hier geht es um Quajutsu. Quajutsu hat es sogar in Super Smash Bros. Geschafft. So episch ist dieses Pokémon. Es ist einfach der Wahnsinn. Ja. Eben Platz Nummer 4 aus den Gründen an Quajutsu. Mein Starter der 6. Generation. Und weiter geht's mit Platz Nummer 3. Ja, Platz Nummer 3 geht an ein Pokémon, das auch schon viele Features in Videos von mir hatte, nämlich Voltenso. Genau genommen auch Mega Voltenso. Voltenso ist tatsächlich mein Lieblings-Pokémon der 3. Generation. Es war nicht Logok, nein, es war auch nicht Kapalores, es ist Voltenso. Voltenso war designtechnisch ja nie das beste Pokémon, aber hat durch die neue Generation einen Wahnsinnsschub bekommen. Seht euch diesen Hund an. Er ist wirklich so schnell wie der Blitz. Er hat einen gewaltigen Speedstat, einen noch genauso großen Spezialangriffsstat, hat eine Mega-Coverage, die es verhindert, dass irgendein Pokémon in ihn reinwechseln kann. Mit Feuer, Elektro und Eis. Mehr braucht man nicht, um in OU zu überleben. In OU, in Ubers, irgendwo. Mehr braucht man nicht. Dieses Pokémon hat einen Platz in meinem Herzen gefunden als mein Lieblings-Mega-Pokémon der 6. Generation. Hier, ja. Mega Voltenso ist mein Lieblings-Mega-Pokémon. Ja, ja, wirklich. Wirklich, es ist nicht Mega Rayquaza. Obwohl Mega Rayquaza auch designtechnisch wirklich vorne mit dabei ist. Aber Drachen sind weitaus nicht meine Lieblingstypen. Ja, das war auch schon der Grund. Es sind nicht viele, aber vor allem ist es auch das Design. Und man muss sich einfach vorstellen, wie es ist. Einfach dieses, wie es wäre, dieses Voltenso zu streicheln. Wäre es weich, wäre es hart. Ich glaube, es wäre wahnsinnig flutschig. Ich stelle mir das vor wie einen kleinen Afro in Blitz. Form. Was ziemlich lustig ist. Ja, Platz Nummer 3 mit der Bronzemedaille geht an Voltenso. Genau genommen Mega Voltenso.
Und weiter geht es mit Platz Nummer 2. Ja, Platz Nummer 2. Die Generation 4 ist viel zu kurz gekommen als Pokémon-Generation in diesem Video. Deswegen hier die Vertretung, um alles zu retten, auf Platz Nummer 2, Manaphy. Manaphy ist bei weitem mein Lieblingswassertyp-Pokémon. Da kann nichts mithalten. Manaphy ist einfach ein kleines, putziges Seetang-Pokémon. Es ist Seetang. Wie kann dieses Pokémon nicht süß sein? Diese Kulleraugen, diese kleine Schminke, die es hat, diese Juwelen auf der Brust. Es ist einfach über alle Maßen putzig. Der herzförmige Kopf. Es ist einfach der Wahnsinn. Und sogar erinnert es uns an ein kleines bisschen an Clowns, an lustige Clowns mit der Baumelmütze, mit den zwei Bommeln, die hier oben an ihm rumjonglieren. Ist kompetitiv gesehen auch ein wahnsinnig starkes Pokémon. Mit Tailglow boostet es seinen Spezialangriff um 3 Stats. Er verdoppelt es nicht nur, nein, er verdreifacht ihn aber auch nicht ganz, aber er steigert ihn um 3 Stufen. Das ist die Hälfte der maximalen Stufe, also vierfacher Schaden. Dieses Pokémon ist der Wahnsinn. Bei weitem das süßeste Design. Mein Platz Nummer 1 für eine Plüschpuppe. Ganz klar, Platz Nummer 1 für eine Plüschpuppe. Manaphy, total. Manaphy, muss ich auch sagen, ist auch das Lieblings-Pokémon, das man als Zeichnung sehen möchte. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist nicht ganz mein Platz Nummer 1. Mein Platz Nummer 1 ist nämlich um einiges cooler. Man muss auch dazu sagen, Platz Nummer 1 hat auch eine Mega-Entwicklung. Aber die Mega-Entwicklung ist eher zweitrangig bei diesem Pokémon, weil es einfach in der normalen Form nicht stärker ist, aber vom Design her um einiges cooler aussieht. Weiter geht es mit meinem Favoriten, mit meinem Platz Nummer 1. Und man muss dazu sagen, auch mit meinem Lieblings-Pokémon-Typen von allen. Ja, ihr seht es hier, mein Lieblings-Pokémon, den Meister der Universen. Nämlich, es ist ein NU-Pokémon, nicht stark, überhaupt nicht, aber vom Design her das Beste. Nämlich das Hirschkäfer-Pokémon Pinsir. Pinsir ist mein Lieblings-Pokémon der ersten Generation und hat sich über die Generationen bewährt. Sein Design ist einfach der Wahnsinn. Es ist eigentlich nur ein brauner Klotz in der Mitte mit Augen, Armen und ein paar Zangen auf dem Kopf. Aber es ist einfach der Wahnsinn. Man sieht hier, designtechnisch ist dieses Pokémon der Wahnsinn. Hat auch eine Mega-Entwicklung, wie wir hier sehen. Aber sie gefällt mir designtechnisch nicht allzu gut. Ich bevorzuge lieber das normale Pinsir. Deswegen, es hat eine Mega-Entwicklung. Aber bei weitem, meiner Meinung nach, nicht so cool. Mega-Pinsir wird immer mein Favorit bleiben. Auch wenn man wahrscheinlich kompetitiv eher Mega-Pinsir benutzen kann, beziehungsweise sollte. Ja, Pinsir einfach bei weitem mein Lieblings-Pokémon, da auch mein Lieblingstyp Käfer ist. Tatsache, Käfer, einer der schwächsten Typen im ganzen Spiel. Es ist nicht Drache, Drachen haben wir sogar nur einen auf der Liste. Es ist Käfer. Käfer ist auch noch vor Elektro mein Lieblingstyp. Es ist einfach der Wahnsinn. Käfer haben in Pokémon so viele coole Designs. Das ist übrigens Hidden Power Fire oder Hidden Power Flying, ich weiß es nicht. Es hat so viele coole Designs. Wirklich. Unser Pinsir ist gestorben. Es hat einfach so viele coole Designs. Voltula, Genesect. GG. Dann GG sogar groß schreiben. Es hat so viele coole Pokémon. Geweiher, Pinsir, Sichlor. Xerox ist zwar nicht auf der Liste, aber Xerox. Dann Genesect habe ich schon 10-mal gesagt, aber es ist egal. Voltula, Galvantula. Es ist einfach der Wahnsinn, wie viele coole Pokémon-Käfer-Designs, wie viele gute Käfer-Designs Pokémon aufgebracht hat. Und die
die Krönung der Schöpfung-Serie war einfach am Anfang schon erreicht, nämlich mit Pinsir. Sie haben sie sehr gut weitergeführt, aber an Pinsir bzw. an Mega Pinsir sind sie nicht mehr drangekommen. Mega Pinsir als designtechnisch nicht so gut, aber eben kompetitiv gesehen auch gut und deswegen auch eine Erwähnung wert. Aber mein Lieblings-Pokémon ist das normale Pinsir. Es wird auch so schnell nichts weiteres dran verdrängen. Es ist einfach der Wahnsinn, dieses Pokémon. Designtechnisch meine Nummer 1. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Meine Top 10. Ich lasse jetzt einfach mal Pinsir eingeblendet. Wollte gerade den Bildschirm ändern, aber habe mich dann spontan doch umentschieden, das nicht zu machen. Das sind meine Top 10 an Pokémon mit, ja, erwähnenswerten Pokémon. Ja, ich schau dich an, Gewaja. Ist einfach so süß. Ja, mein Lieblingstypen, meine zwei Lieblingstypen habe ich auch erwähnt, nämlich Käfer an erster Stelle und an zweiten Platz Elektro. An dritter Stelle habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich glaube, der wird auch gar nicht vergeben. Es sind einfach meine zwei Lieblingstypen, obwohl sie schon sehr knapp daran sind. Wasser ist, glaube ich, wahrscheinlich mein dritter Lieblingstyp. Aber ja, das war's mit diesem Video. Ein 50-Abo-Special für euch. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei einem Showdown Live oder bei einer Nuzlocke. Bis dann, euer Belmont Gabriel. Viel Spaß, einen schönen Tag noch. Tschüss.